Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei XCOM Enemy Unknown. Wir sollen General Van Dorn in dieser Mission retten. Und ich glaube, McEntire dürfte doch Sichtlinie haben zum Alien. Genau. Dann nutzen wir das einfach mal aus. 76%ige Trefferchance. Probieren wir unser Glück mal. Ja, diesmal ging es daneben, aber wenn ich das richtig sehe, das Auto brennt. Und wenn das hochgeht, dann hat der Alien da unten aber ein mächtiges Problem. So, Frank, was machen wir jetzt mit dir? Wenn du hier hingehst, dürftest du doch eigentlich Sichtkontakt haben, oder? Ja, seht ihr wohl, diesmal sieht er das Alien sogar. 89%ige Trefferchance. Ja, komm, das dürfte er doch hinkriegen. Ja, hat gesessen. Ein Alien-Problem weniger. So, Grants. Ich werde mich jetzt ein bisschen langsamer vortasten, weil ich denke mal, wenn ich den da unten jetzt gleich anspreche, werden wieder mal ein paar Aliens kommen. Ist halt die Frage, von wo die dann kommen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier so mein Team positioniert lasse, obwohl er könnte noch mal ein Stück nach vorne gehen. Ach, es war ja klar, oder? Noch ein paar dünne Männer am Start. Ah, scheiß die Wand an, ey. So, dann gehst du aber lieber mal auf Feldposten, weil wir haben gar keinen Sichtkontakt. Also muss Kati vielleicht doch nochmal mit nach vorne kommen ein bisschen. So, wenn sie jetzt hier vorne hingeht, dürfte sie ganz gut stehen. Auf Feldposten natürlich. Und jetzt sind die Aliens dran. Also die müssen sich eigentlich bewegen, genau. Kommen dann in unsere Reichweite. Und einer wird sofort abgeballert. Schönes Ding. Und da ist der nächste Alien, den habe ich auch noch gesehen. Hat sich da auf jeden Fall lang bewegt. Sind Sie das Einsatzteam? Hier rüber. Ja, ich bin das Einsatzteam. Aber ich sehe, dass hier unten so gut wie gar keine Deckung ist. Und das, ja, ist ein bisschen besorgniserregend für mich. Okay, der könnte auf jeden Fall jetzt aber hier runterrennen. Unser Sturmsoldat. Ah, der hat schon Schaden gekriegt. Egal, wir müssen es riskieren, Leute. Oh nein, noch mehr Feinde. Gott sei Dank sind sie da. Und er hier ist sogar auf Dingens gegangen. Auf Feldposten. Hat glücklicherweise aber nicht getroffen. Wow. Echt Schwein gehabt. Okay. Also, wir sollen jetzt General Van Dorn zurück zum Sky Ranger eskortieren. Und deswegen, Van Dorn, kommt mal direkt hier weg. Weil die Aliens haben jetzt gerade ihre ganzen Aktionspunkte aufgebraucht. Das heißt, er geht einfach mal hier. Hier spurtet er direkt hin. Dürfte eigentlich gar keine Probleme geben, oder? Nein, okay, sehr gut. Das heißt, ich würde mal sagen, wir ziehen uns jetzt taktisch schon mal langsam, aber sicher zurück. Grants, du gehst auf den Feldposten. So. McEntire, du gehst ebenfalls auf den Feldposten. Kelly, Feldposten. Er sieht noch eine Menge Gegner. Ich würde aber mal sagen, ich mache mit ihm Sturm und Schuss. Ja, und ziehe mich auch mit ihm taktisch zurück, weil ich nicht will, halt, nein, hier oben sollst du hin, weil ich auf keinen Fall will, dass er jetzt drauf geht. Das wäre mehr als ärgerlich. Also, er haut ab. Die Aliens können ja gerne hinter mir herkommen und dann bereiten wir denen einen ordentlichen Empfang. Auf jeden Fall gehen wir hier auch nochmal auf Feldposten. Tyrafine ist noch dran. Kati, was machen wir mit dir? Eigentlich würde ich doch mal direkt sagen, Feldposten. Und Frank hat keine Deckung momentan, das heißt, er sollte auf jeden Fall hier hinter das Auto gehen und wechselt dann auf seine Plasmapistole und bezieht dann auch den Feldposten. Ein aktueller Aufklärungsbericht besagt, dass Feinde sich ihrer Position nähern. Bereithalten. Okay, so, da kommt der erste dünne Mann. Und unser Stormtrooper hat ihn direkt über den Haufen geballert. Da unten kommt der nächste. Den dürfte Frank doch jetzt eigentlich sehen, oder? Ah, McEntire sieht ihn sogar. Und McEntire trifft auch. Geil. Sehr schönes Ding. Ein Gegner ist aber noch. Aber wir haben ja noch Frank da unten positioniert. Ach, Grants haben wir ja auch noch. Alles klar. Leider ging der aber daneben diesmal. So, was macht er? Er schießt auf. Ach, er wirft schon wieder so eine Giftscheiße nach
unserem Stormtrooper. Ja, der war ja auch noch nicht vergiftet, ne? Oha, da ist ein neuer, dünner Mann gelandet, sag ich einfach mal. Ich glaube, ich muss... Oha! Ah, okay, die letzten Reflexschüsse noch auf den dünnen Mann, der hier gerade hingekommen ist. Der wurde auch direkt über den Haufen geballert. Nice. Okay, was machen wir jetzt? Du bräuchtest vielleicht bald mal ein Medikit, oder? Kann er den Alien denn treffen? 53%ige Chance gerade mal. Egal, probier's halt aus. Jo, sauber. Hast du ein Schwein, ey. Okay. Wenn wir hier lebend rauskommen, hoffe ich nur, dass ich es diesen Bastarden noch einmal heimzahlen kann. McEntire, ich meinen Männern schuldig. Du gehst jetzt einfach mal hier mit hinter die Deckung. Du musst den nämlich jetzt erstmal kurz mit dem Medikit versorgen. So, guck mal her. Einmal bitte heilen. 6 Trefferpunkte. Ach stimmt, das ist jetzt ja das bessere Medikit. Ja, sehr schön. So gut wie neu. Gift geheilt. Ah, sauber. Das kann sogar das Gift heilen. Das heißt, er wird jetzt keinen weiteren Schaden mehr bekommen. Okay. Also von hinten sind wir abgesichert. Das heißt, Kelly, du gehst einfach mal hier vorne hin. Und gehst auf Feldposten. Van Dorn, was machen wir mit dir? Schwer zu sagen. Ich würde sagen, Grants rennt erstmal auch mit nach hier vorne. Kann dann leider keinen Feldposten mehr beziehen. Aber ist nicht weiter tragisch. Kati geht auch hier hinters Auto, würde ich sagen. Oder hier könnte sie auch hin. Ja, geh mal hier hin, Kati. Und dann auf Feldposten. So, ich will jetzt den Typen natürlich nicht noch irgendwie auf den letzten Metern verlieren. Deswegen bewege ich mich jetzt so ein bisschen vorsichtiger hier. Frank rennt einfach mal hier vorne hin. So. Und da ich nicht denke, dass jetzt hier hinter irgendwo ein Alien landen wird, geht Van Dorn einfach mal hier hinter Grants in Deckung. Da steht er doch eigentlich ganz gut und kann dann sogar noch hier Kopf runter. Da wird die Verteidigung nochmal ein bisschen erhöht. Okay, den dürften Kati und Kelly doch sehen, oder? Oh, 2 dünne Männer sogar noch. Ja, den hat Kelly gesehen, aber... Da hat sie leider daneben gefeuert. Und ich weiß nicht, Kati genau hat auch noch einen Reflexschuss. Und Kati trifft natürlich. Sehr gut. So muss es sein. Hat sie also auch wieder mal einen Alien erlegt. Und der andere da vorne, siehst du den jetzt? Ja, sie sieht ihn natürlich noch. Dann schießen wir direkt mal auf ihn. 49%ige Chance. Ja, probier's halt. Sind ihre letzten Schüsse im Magazin und das reicht. Meine Güte, haben wir teilweise ein Schwein heute. Und jetzt, da sie die andere Fähigkeit hat, dass diese Aktion die Runde noch nicht beendet, kann sie in dieser gleichen Runde sogar noch nachladen. Nein, Feldposten wollte ich auch gar nicht. Ich wollte nachladen. Genau. So, das ist echt cool. Ist gar nicht mal so schlecht. Ich meine, das Holo-Zielen ist auch ganz nice, aber bringt meistens gar nicht so viel. Weil wie ihr gesehen habt, also Grants kann direkt nach hier vorne jetzt rennen. Weil wie ihr ja schon ein paar Mal gesehen habt, Grants ist eigentlich recht selten der Erste, der schießt. So. Kati, du rennst hier vorne meinetwegen hin, beziehungsweise da ist Gift. Also weit kommt das Gift, glaube ich, nicht, aber sicher ist sicher, Leute. Nicht, dass wir auf den letzten Metern Kati jetzt noch verletzen hier. Und Frank the Tank, der könnte richtig losstratzen, wenn er dann Bock hätte. Ja, komm, das machen wir doch einfach mal direkt. Komm, Frank, wozu kannst du denn so schnell laufen? Der rennt hier vorne vors Auto und geht dann hier auf Feldposten. Ich glaube nicht, Leute, dass hier jetzt noch Aliens kommen werden. Ihr hier hinten geht auch mal meinetwegen auf Feldposten, beziehungsweise er muss nachladen. Er muss nachladen. Ja, komm, dann lad halt nach. Und Van Dorn, was machen wir mit dir? Ich habe gute Männer verloren. Was machen wir mit dir? Das Auto hier brennt ja nicht. Nee, brennt nicht. Okay. Er muss irgendwo in Verteidigung natürlich stehen. Am besten einfach mal hier vorne hin. Vielleicht können wir dann im nächsten Zug sogar schon in die Safety-Zone rennen. Keine Gegner mehr gekommen. Wie weit kommst du, Van Dorn? Das sah da draußen nicht gut aus. Er kann hier direkt hinspurten. Vielleicht nicht geschafft. Da sind doch keine Gegner mehr, oder?
Frank, du machst jetzt einfach mal hier die Vorhut und schaust, ob da Gegner sind. Ne, das sieht gut aus. Okay. Oh, mit der Plasmapistole habe ich ihn jetzt gerade in Dingens gestellt. Gar nicht mehr dran gedacht. Und ja, okay, dann spurtest du meinetwegen jetzt direkt hier in die Safety-Zone hinein und damit dürfte die Mission dann eigentlich abgeschlossen sein. Bei mir. Ernsthaft. Ohne ihre Hilfe wäre ich nicht hier. Tja. Mission abgeschlossen, Leute. Packt zusammen und kommt heim. Aber liebend gerne doch. Wir haben 11 Aliens getötet und eingefangen genommen, oder? Haben wir 10 getötet, eingefangen genommen? Naja, egal. Auf jeden Fall, wir haben niemanden verloren und den VIP auch noch gerettet. Das ist doch mal eine 1A-Missionsbilanz. Das kann sich sehen lassen, finde ich. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir mit dem ganzen Geld, das wir kriegen, anfangen. Und welchen Rang eigentlich unser McEntire hat. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch einen weiteren Unterstützungssoldaten notfalls am Start. So, McEntire wird zum Leutnant befördert. Oh, der andere ist Major, das heißt, der ist hier unten schon. Ist ja krass. Was hast du denn? Wiederbelebung. Medikits können kritisch verwundete Soldaten mit 33% ihrer maximalen Gesundheit wiederbeleben, statt sie nur zu stabilisieren. Oder das Deckungsfeuer schießt eine Salve ab, die das niederhält und einen Reflexschuss über. Nee, das ist scheiße. Da mache ich doch lieber das hier. Falls mal irgendwie wirklich was passiert, können wir den also wiederbeleben und nicht nur stabilisieren. Bei mir wurde auch gesagt, Moment, mit den Pfeiltasten kann ich hier wohl Nee. Wie war das? Irgendjemand meinte, ich könnte hier durchschalten durch die Soldaten. Nee, checke ich jetzt gerade nicht. Wegen den Beförderungen. Kelly wurde auch befördert. So, was kann sie denn machen? Teilt zusätzlich 100% Schaden gegen Roboter aus oder aber bietet einem Feldposten einen zweiten Reflexschuss, sofern der erste ein Treffer war. Ja, ich glaube, ich gebe ihr die Blitzreaktion, weil Roboter sind jetzt nicht so stark eigentlich. Das bestätigen wir mal. Was hat Grants eigentlich da an dieser Stelle? Ach, kann ich hier nicht sehen. Und unser Stormtrooper ist schon wieder 4 Tage verwundet, aber immerhin wurde er zum Sergeant befördert und kann somit auch die blitzschnellen Reflexe haben. Der erste gegnerische Reflexschuss jeder Runde verfehlt diese Einheit, das ist echt cool. Oder die Chance auf kritische Treffer verbessert sich um 30% gegen benachbarte Ziele. Das finde ich jetzt nicht ganz so wichtig, weil der ja eigentlich eh dafür gedacht ist, die Leute zu betäuben, wenn er nah dran ist. Also muss er erstmal rankommen und dafür braucht er diese blitzschnellen Reflexe. Das finde ich echt ziemlich geil, das Teil. Noch ein lebendes Alien? Danken Sie Ihren Männern von mir, Commander. Es kann nicht einfach sein, Sie Leben zu ergreifen. Ich versichere Ihnen, das Forschungsteam wird dafür sorgen, dass sich Ihre Mühe gelohnt hat. Jo, sehr gut. Also wir haben leichtes Plasmagewehr erbeutet, Leute. 10 dünne Mannleichen und einen gefangen genommen. Und wir können den auch verhören. Das machen wir auch demnächst mal. So, wir haben 9 Rekruten bekommen. Die Panik hat sich verringert und ordentlich Geld. Die Mission hat sich mal sowas von gelohnt. Den Typen würde ich mir gerne mal direkt anschauen. Oh, hier. Lukas Klein. Ein Deutscher. Wow. Spitzname Combo. Und darf ich den jetzt komplett so skillen, wie ich möchte? Ja, dürfen wir wirklich. Geil. Okay, erstmal die Rauchgranate, ist ja klar. Sprinter oder aber Feuerschutz? Ich würde gerne wieder den Sprinter wählen. Ich denke mal, der ersetzt jetzt den McEntire. Tut mir leid, McEntire an dieser Stelle, aber Lukas Klein ist einfach cooler. So, bestätigen. Hier gehen wir natürlich wieder auf Medikit. Bestätigen. Hier habe ich eben mich gerade schon entschieden. So, was gibt's jetzt hier? Dichter Rauch. Rauchgranaten haben einen größeren Wirkungsbereich und erhöhen die Verteidigung um weitere 20. Oder Rauchgranaten enthalten jetzt starke Stimulantien, die bei allen Einheiten in der Wolke den Willen um 20 und die Chance auf kritische Treffer um 10% erhöhen. Nee, ich gehe da ein bisschen auf die Defensive wieder lieber. Und dann haben wir hier noch, bringt ein weiteres freies Fach im Gepäck. Wow. Zeig mal her. Bei Bewaffnung ist das cool. Das ist ja echt Hammer. Das heißt, wir könnten dem jetzt, Moment, ich muss jetzt erstmal beim anderen Soldaten hier, bei dem Unterstützungstypen, die Bewaffnung dahingehend ändern, dass der die Medikits erstmal wieder abgibt. So. Denn die brauchen wir jetzt hier für Lukas. Ach, Moment, die ganzen Waffen muss ich ihm ja auch abnehmen. Also die Schalenrüstung, dann nimmst du meinetwegen den Skelettanzug. Na, nee, komm, nimm die Panzerrüstung halt. Und das Lasergewehr gibst du auch wieder ab. Und die Pistole kannst du behalten. Ist ja nur eine normale Pistole. So, Lukas, komm her. Bewaffnung.
Also einmal die Schalenrüstung. So. Hier das Lasergewehr. Oder hatten wir sogar noch eins von? Ach so, ich glaube, weil der eine Typ ja jetzt gerade wieder außer Gefecht gesetzt ist. So, dann kriegst du meinetwegen noch die Laserpistole, was auch immer du damit willst. Hier kriegst du natürlich das Medikit. Den Pulsbogen werde ich ihm an dieser Stelle nicht geben. Denn, obwohl, dann hätten wir vielleicht noch jemanden und der kann irrsinnig weit rennen. Ja, warum eigentlich nicht, Leute? Machen wir einfach mal. Kriegt er noch den Pulsbogen, dann hat er nämlich... Hat er halt auch noch die Chance. Ah, hier meint ihr, hier kann man durchswitchen, stimmt. Jetzt habe ich es auch gesehen. So, okay, sehr gut. Damit sieht unser Team doch echt ziemlich cool aus. Wir haben jetzt also wieder ein paar Mann hier. Und alle sind sogar schon im Rang. Ach, ich könnte mal in der Offiziersschule schauen, was gab es hier nochmal. Je höher der Rang eines Soldaten, desto höher die Chance, dass er nur kritisch verwundet wird und nicht getötet. Oder eiserne Willenskraft. Soldaten bekommen bei jeder Beförderung einen Bonus auf ihre Willenskraft. Leute, ich hole mir jetzt das Stirb mir nicht weg. Das kostet zwar ordentlich, aber das Team wächst dann ja doch langsam ans Herz. Und ich habe keinen Bock, dass wir hier irgendwie nochmal irgendwen in der Schlacht verlieren. Okay, in 3 Tagen ist das leichte Plasmagewehr fertig. Dann können wir das, was wir erbeutet haben, einsetzen. Mal schauen, wer das nehmen kann. Wahrscheinlich der Unterstützungstyp oder vielleicht auch unser anderer Stormtrooper. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt, was beim nächsten Mal passiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.